Ich wollte hier schon wieder, ich hatte hier dunkle Erinnerungen an Life is Strange. Ich habe ja so ein bisschen, das ist, ja, ist glaube ich auf YouTube noch gar nicht. Also wenn das hier online kommt, ist das, wenn es auf YouTube online kommt, ist das schon längst, ja, gab es das schon auf YouTube. Aber aktuell, wo ich streame, habe ich es noch nicht hochgeladen. Puh, kleiner Spoiler. Für die, die es live auf Twitch sehen. Ich habe da eventuell eine schlechte Entscheidung getroffen. Ich habe da den Tod ins Charakters ein bisschen auf dem Gewissen. Deinen Krug, Eugiert. Nimm ihn dir. Nimm alles, was du finden kannst. Sehr schön. Wir looten. So, abwaschen die Kabel. Können wir die hier gerade nicht nach Hause. Auch hier verschneit. Da bin ich also wieder. Wenn ihr wüsstet, was ich erlebt habe. Die Eltern. Vogelmist. Zeit auszumisten. Bah. Hier liegt noch ein Taubenei. Vogelmist mit dem Mutter und ein Taubenei. Grüner Mams. Nadel und Faden. Okay, nach oben können wir. Können wir den anziehen, den grünen Mams? Daraus wollte ich mal ein Wams machen, um in Eugier. Zum Glück fehlte mir die Geduld, es fertig. Okay. Nach oben. Oh, die Leiche ist weg. Der steht dort genau richtig. Dann werden wir wohl noch was drin machen müssen. Vermute ich mal. Das Herbarium. Nichts drin. Sie ist völlig verkeilt. Bild. Ich muss diese Harfe finden. Ich bin sicher, der Seher hält Nuri dort gefangen. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier hin. Oha. Ah, die Leiche von dem. Jetzt haben wir die Tatwaffe in der Hand. Das ist ja sehr schön. Verlassen. Der Rabe wird für jeden Toten bezahlen. Und wir werden hier gleich mit der Tatwaffe erwischt. Sollten wir vielleicht vorsichtig sein. Die Krähen haben von dem Stadtbanner nichts übrig gelassen. Falls die Krähen jede Stadtbanner so zurichten, wäre es ein starker Köder. Da kommen doch bestimmt den Wams. Dieses Banner lässt sich nicht mehr zusammenflicken. Weg mit dem Fetzen. Und dran mit dem neuen Fetzen. Grünes Eichenblatt und rote Krone auf weißem Grund. Wenn ich das Banner erneuern will, brauche ich diese drei Dinge. Eichenblatt, wie war's? Grünes Eichenblatt und rote Krone auf weißem Grund. Wenn ich das Banner erneuern... Rote Krone auf weißem Grund. Grün, aber für ein Stadtwappen brauche ich einen Eichenzweig aus grünem Stoff. Können wir das damit vielleicht? Für das Wappen brauche ich einen Grün. Ich muss das. Nein, das Messer. Ein grüner Eichenzweig. Hurra. So, jetzt das Ganze. Er hat den ganzen Stoff dafür verbraucht. Mit der Winde lässt es. Ja.
eine rote Krone. Weißen Untergrund. Okay. Hallo Fenster. Toga? Wer? Geron? Der Vogelfänger? Du kannst dir nichts ausrichten. Diese Biester kann keiner fangen. Geh lieber. Noch kannst du fliehen. Du siehst müde aus. Ich tue seit Tagen kein Auge zu. Warum nicht? Eine Krähe hatte mich angegriffen. Seitdem plagen mich schreckliche Träume. Dass meine Frau im Kindbett stirbt und meine Tochter für immer in den Wäldern verschwindet. Beides ist wahr geworden. Das tut mir leid. Je. Lass mich zum König, sofort. Oh, mach dich nicht lächerlich. Niemand tritt vor den König. Das Unheil, das der Seher über uns gebracht hat, beansprucht seine ganze Aufmerksamkeit. Genau deswegen bin ich hier. In diesen Tagen herrscht das Verderben über Andergast. Am besten läufst du einfach weg. Weit weg. Du bist noch jung. Freier Zugang zur Burg. Es muss doch möglich sein, zum König vorgelassen zu werden. Solange die Krähen hier ihr Unwesen treiben, gelangt niemand in die Burg. Okay, verstehe. Wir müssen... Geh lieber. Noch kannst du fliehen. Wir müssen die Krähen hier mit dem Banner ab. Lenken, dann können wir hinein. Ein Vogelfänger braucht zwei Dinge. Die richtige Falle und den passenden Köder. Die Falle haben wir schon. Es braucht noch einen weißen Untergrund. Vielleicht können wir den Kräuterstandplane nehmen. Wir brauchen noch eine rote Krone. Jetzt habe ich eine Parlamentärsflagge, die ich nicht brauche, weil ich den Seher töten werde. Und damit können wir die... Jetzt fehlt dem Banner noch eine rote Krone. Okay. Ist ein bisschen makaber, aber okay. So nicht. Eine rote Krone. So wird das nicht. Vielleicht können wir jetzt eine rote Krone machen. Das ist eine makabere Idee, aber vielleicht. Schon kaputt. Ach nein. Den Glaskolben. Ich komme da irgendwas mit. Müssen wir bloß Feuer machen. Ich muss sicher gehen, dass das wirklich eine Zutat für Gwindlings Gegenmittel ist. Wozu gibt es die Öllampe? Na, welche Öllampe? Okay, ein Tonkrug haben wir hier. Achso, die können wir vielleicht anfeuern. Das ist keine Hilfe. Keine Zeit. Das ist keine Hilfe. Ich muss sicher gehen, dass. Okay. Ich muss sicher gehen, dass das. Okay, wie finden wir das heraus? Ah. Gwindlings kleine Pflanzenkunde. Können wir vielleicht. Darin sind nur Pflanzen beschrieben. Ja, es ist zweifellos eine Alraune. Ach was. Und nun? Ich muss sicher gehen, dass das. Ja. Okay. Gwindlings Klein. Das ist ein Eichen. Jeder Andergaster erkennt das. Mir fehlt das. Hatte schon. Ich bin.
Mal sehen. Graugrüne Flechte verwunschener Wald. Das muss eine Trashbartflechte sein. Genius. Kann ich gucken vielleicht? Um der alten Zeiten willen. Jetzt brauchen wir einen Krug. Vielleicht brauchen wir die Tonscherben. Rote Tonscherben könnten. Unwahrscheinlich. Hätte sein können. Es ist gefroren, aber mit etwas Glück noch nicht. Ich muss aufpassen, dass es nicht zerbricht. Tja. Warum sollte ich? Wie komme ich? Wie könnte ich jetzt nachgucken? Muss jetzt irgendwie herausfinden, was jetzt hier die Zutaten für den Gegentrank sind. Aber wie? Na, das bringt uns auch nicht weiter. Eine Waschschüssel. Okay. Was ist das? Diese Wurzel hat überlebt. Das mag eine zweite Zutat ist. Brauchen wahrscheinlich noch eine dritte Zutat. Hier waren wir noch nicht. Wer da? Mit welcher Absicht? Ich bin Geron, der Vogelfänger. Was willst du? Ich suche nach dem Typen, nach dem Feenforscher. Lasst mich auf der Stelle in die Akademie. Vergiss es, Junge. Nur autorisierte Personen haben Zutritt. Du siehst doch, was da draußen los ist. Was ist passiert? Wo sind die ganzen Menschen? Hast du die letzten Monate verpennt? Die Krähen haben den Wahn gebracht, der das ganze Land verpestet. Wer noch einigermaßen bei Verstand ist, verschanzt sich in seinem Haus. Der Seher verliert wirklich keine Zeit. Ist Giacomo Nauta in der Akademie? Wer? Ein auffälliger Gelehrter mit verschiedenfarbigen Augen. Er sollte da sein. Ach, dieser aufgeregte Kerl. Ja, der ist hier. Oh, toll. Wie erhalte ich denn Zutritt zur Akademie? Ein Dahergelaufener wie du? Gar nicht. Ohne guten Grund geht hier nicht einmal die Akademieleiterin ein und aus. Ein Nichtmagier wie du müsste schon einen Freibrief beim König selbst haben. Dann tue ich das. Interessant. Eine Audienz beim König. Du. Und auch noch in diesen Zeiten. Der König hat sich doch genauso hinter seinen Mauern verschanzt wie sein Volk. Dann war wohl ein Ziel. Bis später. Besser nicht. Okay. Dann berichten wir jetzt noch. Müssen wir mal prüfen, ob das eine Zutat ist. Mal sehen. Pfahlgelbe Wurzel. Wie sieht das aus? Blätter. Eindeutig eine Yoruga-Wurzel. Eine Yoruga-Wurzel, okay. Wie finden wir das raus, ob das richtig ist oder falsch? Steht das hier irgendwo in einem Buch? Die Schublade. Nichts drin. Keine Zeit für sowas. Keine Zeit für Ich muss sicher gehen, dass das wirklich eine Zutat für Gwindlings Gegenmittel ist. Tja, und wie verheißt mir auch das? Das wäre echt hilfreich. Tja.
Ja, also. Meine Schublade ist nicht. Sie steht da, wo sie stehen muss. Ja. Jetzt fehlt meinem Banner nur eine rote Krone. Hatte schon bessere. Ich werde aufpassen, dass er nicht noch einmal zerbricht. Also. Eine Truhe können wir vielleicht noch mal was. Nee, können wir nicht. Da fällt mir echt nichts mehr ein. Da gehen mir langsam die Ideen aus. Was machen wir nun? Können wir vielleicht irgendwie hier. Hier haben wir noch nicht geguckt. Jetzt finden wir hier auch nur eine rote Krone. Ein Versuch wäre es wert. Ne, hier ist nichts mehr. Tja. Vielleicht können wir uns was helfen. Diese seltsamen Krähen, sie müssen eine Schwachstelle haben. Jeder Vogel lässt sich durch irgendetwas ködern oder verschrecken. Als ich zur Stadt zurückkehrte, stürzten sich die Krähen wie wild auf den Wimpel an meiner Lanze. Ein Fetzen ist alles, was ich davon retten konnte. Gebt mir die Reste eures Wimpels. Das Wappen ist wertlos. Andergast ist dem Untergang geweiht. Nun gebt mir den Fetzen schon. Was soll's? Nimm ihn dir. Da ist bestimmt eine rote Krone noch drauf. Aha. Ich lasse euch allein. Dann dacht's mir. An der Stelle, wo wir noch nicht gesucht haben. Typisch. Eine rote Krone auf dem Fetzen. Das Wappen der Stadt. Jetzt nur noch zusammenflicken. Nadel und Faden. Dann ans Werk. Erst die Krone. In der Akademie kriegen wir vielleicht dann auch das Rezept für die. Und fertig ist das Banner. Für das Gegenmittel. Das haben wir jetzt schon ein bisschen vorausgegriffen. Jetzt müssen wir erstmal Audienz mit dem König kriegen. Vielleicht, dass wir einige Zutaten schon gefunden haben, vielleicht die Zutaten sogar. Haben wir da jetzt schon was vorausgegriffen. So, Krähenfalle. Falls die Krähen jede Stadtbanner so zurichten, wäre es ein starker Köder. Aber was ist meine Falle? Tja, ein Ei vielleicht. Das führt zu nichts. Ach was. Ich weiß nicht. Nicht. Wozu? Ja, was ist denn die Falle? Eine gute Frage. Ich dachte, wir können es jetzt einfach aufhängen und. Falls die Krähen jede Stadtbanner so zurichten, wäre es ein starker Köder. Aber was ist meine Falle? Da stellst du Frage. Puh. Was ist denn eine Falle? Das aufgeschlagene Buch. Darin sind noch.
Wozu denn? Du kannst das Ei hier irgendwo in einem Nest hinlegen und... Ich bin etwas ideenlos. Da sagst du was. Das lasse ich. Das bringt nichts. Wozu? Das kaputt. Rätsel hier. Da muss man erstmal drauf kommen. Tja, eine Falle brauchen wir noch. Müssen wir vielleicht zu Hause irgendwas. Können wir hier vielleicht erstmal einen Trank bauen irgendwie oder. Was ich schon tausendmal versucht habe ich hier. Ich bin etwas Idee. Ich muss sicher gehen, dass das wirklich eine Zutat für Gwindlings Gegenmittel ist. Kombiniere alles mit allem. Wie komme ich darauf? Das ist kein... Das geht nicht. Wird doch... Ich bin etwa... Das ist keine... Okay, können wir nichts kombinieren. Hier können wir das anzünden. Vielleicht. Hier, oder? Jetzt ist er geschmolzen. Verdammt. Das ist schlecht. Und nun? Ich muss sicher gehen, dass... Aber wie? Wie gehen wir sicher, dass das die richtige Zutat ist? Ja. Sie steht da. Sie steht da. Tja. Können wir vielleicht neuen Eis zapfen? Ich habe das Gefühl, das brauche ich. Eiszapfen gab es hier ganz woanders. Ah, ein Eiszapfen. Ja, aber was ist das? Darin sind nur Pflanzen beschrieben. Okay, jetzt davon können wir nicht. Das bringt. Ja. In seinem Innern glitzert etwas. Er muss aus dem Wasser des Feentors bestehen. Ich muss sicher gehen, dass... Vielleicht... Ich muss sicher gehen... Den Schmelzen, da muss irgendwas drin sein. Vielleicht ist...
keine Ahnung. Wir haben hier eine Kräuterstand. Hilda wird schon auf sich. Tote Lerch, warum hängen da? What? What the fuck? Können wir hier vielleicht Eiszapfen in die Schublade legen oder? Unwahrscheinlich. Mach Sachen. Ich muss ihn kühl halten. Ich muss sicher gehen. Aber wie? Sind nur das geht so nicht. Links klein. Ja. Mal sehen. Grau-grüne Flecht, das muss eine. Ja, es ist zweifellos. Scheinen ja die Zutaten zu sein. Aber wie? Mal sehen. Fahlgelbe Wurzel? Eindeutig eine Yoruga-Wurzel. Das eigentlich scheint die auch darin irgendwie. Sind verdammt. Darin sind noch. Mir fällt dazu nicht. Das geht auch nicht. Nein, was? Wozu? Um sie zu zerschnippeln und klein zu machen. Geht nicht. Hatte schon. Vielleicht hat. Es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt. What? Vielleicht hat nur. Es ist nicht gut. Ohne diesen Glas. Leute, ich weiß es nicht. Ich brauche mal wieder eine Pause, glaube ich. Tja. Das ist also das scheinbar, also die Sache, die Wurzel scheint. Also, was wir jetzt in den Trank mixen könnten, wäre irgendwie Wasser aus dem Eiszapfen. Die Wurzel, das Ei könnte reinpassen. Flechte vielleicht, ob es kommt von der Pflanze. Rhone. Aber wie?